Hallo Leute, kurze Zwischenanmerkung. Ich lese das mal kurz vor. Das alliierte Citadel-Oberkommando bereitet eine galaxieweite Operation zur Beseitigung der turianisch-koganischen Hybride der Reaper vor, die als Rohlinge bekannt sind. Community Ziel? Ziel? 1 Million Rohlinge am 16., 17. und 18. März töten. Community Belohnung? Alle N7-Gruppen erhalten einen Siegespack. Gruppenziel? Erfolgreiche Exfiltration aus einer Zone unter Kontrolle der Reaper mit Bedrohungsstufe Silber oder höher. Gruppenbelohnung? Die Gruppe erhält ein Auszeichnungspack. Unsere Verbündeten zählen auf uns. Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Aufgrund dieser Spezialaktion werde ich an diesen Tagen spielen und es nicht aufnehmen. Ich hoffe, euch stört das nicht, denn ja, ihr werdet so oder so genug Parts davon bekommen. Bloß, durch die Aufnahme senkt sich die Bilder pro Sekundezahl und dadurch auch meine Trefferwahrscheinlichkeit. Und da diese Anforderung dann doch schon extrem ist, 1 Million ist nicht wenig, auch wenn die ganze Community da zusammenarbeiten darf. Ja, also ich hoffe, euch stört das nicht. Ich wollte es euch nur Bescheid sagen. Wenn die Aktion vorbei ist, werde ich noch ein Video machen, ob wie es ausgegangen ist und ja, euch dann mit etwas Glück die Belohnungen noch zeigen können. Die Challenge oder die Operation ist geglückt. Es wurden 3 Millionen Rohlinge getötet und ja, die Exfiltration einmal auf Silber gegen Reaper hat natürlich auch geklappt. Dadurch habe ich jetzt ein Siegespack erhalten. Du erhältst diese Belohnung, weil die Community die Herausforderungen des Operation Goliath Events erfüllt hat. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Wirklich einlösen? Ja, wirklich einlösen. Das Siegespack. Drei Raketenwerfer Cobra, ein zyklonischer Modulator, ein Pistolen-Großkaliberlauf 5 und eine M15 Vindicator. Ja, da war jetzt nicht wirklich irgendwas Interessantes drin. Schade. Naja, was soll's. Ihr wisst jetzt, was ich bekommen habe. Tschüss.